Hi, ich bin Nathalie und heute gibt es bei Place to Be Stars und Stories von und mit der K-Pop-Boyband BTS, Chiara Ferragni, Mats Hummels und vielen, vielen mehr. Hat Justin Bieber etwa einen Sohn? Wenn es nach Leo, dem Sohn von Rapper Faddis und Model Chiara Ferragni geht, dann ja. Dieser nannte Justin nämlich Papa, wie in einem Video von Faddis auf Instagram zu sehen war. Amore, chi è questo? Chi è? So wirklich ähnlich sehen sich die beiden ja nicht. Aber was sie definitiv gemeinsam haben, eine Menge Tattoos. Was passiert, wenn die schönste Leichtathletin der Welt gegen den besten Verteidiger Deutschlands antritt? Das haben Mats Hummels und Alisa Schmidt jetzt in einer packenden Video-Challenge beantwortet. Die beiden duellierten sich im 400-Meter-Sprint und veröffentlichten das Wettrennen auf YouTube. Schon nach wenigen Metern war klar, dass Alisa die Nase vorn hatte. Ich bin so froh, dass ich Fußball gewählt habe. Ja, und was für dich schlimm? Kurz vor der Kurve hinten. Ja, kurz vor der Kurve. Auch schon gemerkt. Als Verlierer muss der Fußballer nun ein Foto im Leichtathletik-Outfit auf Instagram posten. Während wir gespannt auf das Bild warten, erholte sich Alisa von dem Wettrennen im Griechenland-Urlaub. Das ganze Video findet ihr übrigens auf Alisas YouTube-Account. Wie wird eine Boygroup zum Milliarden-Business? Die südkoreanische Boygroup BTS hat mittlerweile schon mehrmals Musikgeschichte geschrieben. Mit dem Video zu ihrem neuesten Hit Dynamite, das innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Millionen Mal angesehen wurde, stellten sie einen neuen YouTube-Rekord auf. Außerdem sind sie die erste Band seit den Beatles, die es in weniger als 2 Jahren mit 4 verschiedenen Alben an die Spitze der amerikanischen Charts geschafft hat. Nun wird das Label der Boyband am 15. Oktober in Seoul an die Börse gehen. Schon jetzt ist abzusehen, dass der Anteil des Firmenbosses fast 1 Milliarde Euro wert sein wird und auch die Bandmitglieder durch den Börsengang um einige Millionen reicher sein werden. Happy Birthday Instagram! Die App feiert heute ihren 10. Geburtstag. Am 6. Oktober 2010 wurde Instagram erstmals veröffentlicht. Entwickelt wurde die Foto-App von den Programmierern Kevin Systrom und Mike Krieger. Es ging darum, Polaroid-ähnliche Fotos mit dem Handy zu machen und sie direkt auf der Plattform zu bearbeiten und hochzuladen. Man konnte zwischen wenigen Vintage-Effekten, Vignetten und Rahmen wählen. Wie das genau aussah, seht ihr auf diesem Foto der Instagram-Gründer aus dem Jahr 2010. Innerhalb von 2 Monaten waren bereits 1 Million Nutzer registriert. Und heute posten über 1 Milliarde Menschen monatlich auf der Plattform. Sänger Justin Bieber treibt 2011 bei und teilte dieses erste eher unspektakuläre Foto einer Autobahn. Er war der erste Promi, der es schaffte, schon nach 8 Monaten 1 Million Follower zu haben, die Belieber eben. Heute folgen ihm fast 150 Millionen Menschen auf Instagram. 2012 wurde Instagram an Facebook für 1 Milliarde Dollar verkauft. Damals hatte die App gerade mal 12 Mitarbeiter. Im selben Jahr trat auch Reality-TV-Star Kim Kardashian dem Instagame bei und postete ihr erstes Foto, auf dem sie ein Duckface macht. Von da an konnte man das Leben der Stars wie in einer Reality-Show auf Instagram mitverfolgen. Kurz nach dem Verkauf an Facebook kam es zu vielen App-Erweiterungen. Dazu zählt unter anderem ein neuer Look der App, die Instagram-Stories, neue Filter und ein Schönheitsideal, das einer Mischung aus den Models Kendall Jenner, Bella Hadid und Emily Ratajkowski gleicht. Die weltweit meisten Follower, nämlich über 370 Millionen, hat übrigens Instagram selbst. Dicht gefolgt von Fußballstar Cristiano Ronaldo mit 239 Millionen, Sängerin Ariana Grande mit 203 Millionen und Dwayne The Rock Johnson mit 199 Millionen Followern. Und jetzt kommen wir, wie es sich gehört, zu ein paar Geburtstagsgrüßen. Alles, alles Liebe zum Geburtstag, Instagram. 10 Jahre, das ist heftig. Und ja, danke schön, dass wir tagtäglich Leute mit unseren Stories voll spammen können und unterhalten können und ja, die von unserem Thema teillassen können. Ich gratuliere Instagram herzlich für sein 10-jähriges Jubiläum. Ich habe Instagram seit 2012, das habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen nachgeschaut. Also ich bin jetzt auch schon 8 Jahre auf Instagram.
Und ich verbringe sehr viel Zeit auf Instagram, das muss man dazu sagen. Und persönlich am liebsten mag ich die Story-Funktion, weil ich es einfach cool finde, die Leute mit in den Alltag zu nehmen. Instagram wird schon 10 Jahre alt. Total krass. Ja, also ich finde, Instagram ist ein schönes Tool, auch gerade für uns als Musiker, um mit den Fans in Kontakt zu bleiben und einfach sich selbst zu präsentieren. Und mein Lieblingstool sind die Stories. Und deswegen Happy Birthday Instagram. Happy Birthday. Aber ich muss auch mit dir meckern, weil ich verbringe viel zu viel Zeit mit dir. Aber mach weiter so. Unsere Inspiration of the Week dreht sich heute um einen ganz besonderen Sportler. Der 28-jährige Aaron sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl, denn er wurde mit einer Fehlbildung seiner Wirbelsäule geboren. Heute ist er trotz der Krankheit mit der einzige Mensch weltweit, der im Rollstuhl einen Backflip, einen doppelten Backflip und einen Frontflip schafft. Auf Instagram hat er bereits über 500.000 Follower. Dort teilt er regelmäßig Videos von seinen waghalsigen Stunts und Tricks. Und das Coolste überhaupt, Hot Wheels hat seinen Rollstuhl als Spielzeug herausgebracht. Ein tolles Signal. Das war's auch schon wieder von Place to Be Stars und Stories. Wenn du noch mehr Stars und Stories möchtest, dann folg uns auf Instagram @placetobe.